Ein Beitrag der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen. Drei Fragen an Frau Sabine Hange, Vorsitzende der österreichischen Hochschülerschaft. Einen schönen guten Tag, Frau Hange. Schönen guten Tag, freut mich sehr. Sie sind noch gar nicht so lange Vorsitzende, deswegen als erstes herzlichen Glückwunsch zur Wahl und eine glückliche Hand. Was ist eigentlich die Hochschülerschaft? Vielen lieben Dank. Die österreichische Hochschülerschaft ist in Österreich die gesetzliche Interessensvertretung für über mehr als 370.000 Studierende in ganz Österreich. Wir sind grundsätzlich, gibt es uns auf drei Ebenen. Also man hat die Ebene der Studienvertretung zu den jeweiligen Studiengängen. Dann gibt es die zweite Ebene, da ist dann die Hochschule als Gesamtes zusammengefasst. Und die dritte Ebene, und die ist eben die Bundesvertretung, für die ich seit Freitag Vorsitzende sein darf. Die Aufgabe, wie der Name schon sagt, ist die gesetzliche Interessensvertretung von Studierenden. Das wird je nach Fraktion immer gern anders definiert. Wir in der Aktionsgemeinschaft sehen es vor allem als Einrichtung, um dem Namen gerecht zu werden, also nur und alleinig die Interessen der Studierenden in den Mittelpunkt zu stellen. Und die Allgemeinpolitik als großes Ganzes eher aus der Hochschülerschaft draußen zu lassen. Wie engagiert sind denn die Studenten, sei es bei ihrer eigenen Vertretung, der eigenen Rechte oder im gesellschaftlichen Umfeld? Wie würden Sie das einschätzen? Naja, es ist ganz spannend, weil ich finde schon, dass die letzten Jahre immer mehr junge Menschen Gehör erhalten haben. Also gerade wenn man sich den österreichischen Nationalrat anschaut, der doch immer jünger geworden ist. Also man merkt schon, dass immer mehr junge Menschen irgendwo Interesse an der Politik haben, sich aktiver engagieren. Gleichzeitig erlebt man aber auch ein Phänomen, und das ist vor allem bei uns im ÖH-Bereich ziemlich stark, dass zwar sehr viele gewillt sind, sich quasi ein bisschen zu engagieren, aber trotzdem nicht so ganz bereit sind, volle Verantwortung zu übernehmen, beziehungsweise vielleicht dafür auch Dinge zurückzustecken. Ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir in einer Generation sind, wo uns alle Türen irgendwo offen stehen und wo man ganz viele Möglichkeiten hat, wo man aber gleichzeitig auch die riesengroße Angst verspürt, wenn mal was nicht so schnell funktioniert oder wenn mal was nicht von heute auf morgen passiert, dass man davor zurückschickt und sich irgendwo bei sich selbst die Schule sucht. Also ich glaube schon, wir haben irgendwo so ein bisschen eine Generation, die zwar überall alles machen möchte, aber dann gern oft sich nicht intensiv in ein Projekt vielleicht reinstecken möchte. Was sind denn so die, sagen wir mal, drei wichtigsten Projekte für Sie jetzt in der Hochschülerschaft? Also wir haben natürlich ganz groß noch immer die Corona-Krise, die bei uns auch Thema ist auf den Hochschulen. Die Hochschulen hat sie auch sehr stark getroffen, aufgrund der ganzen Umstellung zur digitalen Lehre, Homelearning. Also im Zuge der Corona-Krise sehe ich zwei große Aspekte. Einerseits das Thema Digitalisierung, also wie schaffen wir es, unsere Hochschulen jetzt tatsächlich ins 21. Jahrhundert zu bringen. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch ganz groß den Aspekt, der wird gern ein bisschen vergessen, der mentalen Gesundheit von uns jungen Menschen und uns Studierenden. Es gibt immer wieder Erhebungen und auch die Uni Wien hat eine Umfrage gemacht, dass einfach viele junge Personen sagen, sie leiden drunter, kein Unileben zu haben. Sie leiden drunter, nur von zu Hause aus zu lernen und nicht zu wissen, wie es weitergeht auf der Hochschule und ob man wieder ein normales Campusleben hat. Ja, und ein drittes Projekt, das schon lange auch Thema bei uns in der Fraktion ist, also in der Aktionsgemeinschaft, aber jetzt auch in der ÖH hoffentlich bald zur Umsetzung und zum Anklang kommt, ist das österreichweite Studierendenticket. Also wir setzen uns schon lange dafür ein, dass die Mobilität für die Studierenden günstiger wird, kostengünstiger wird, damit halt einfach auch, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, hier wir Studierenden Akzente setzen können und wir unseren Teil quasi dazu beitragen können. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihren Vorhaben. Das waren drei Fragen an Frau Sabine Hange. Vielen Dank, Frau Hange, für Ihre Antworten. Vielen Dank für die Einladung.